am besten gar nicht. Er ist wieder zurück. Ach, du schon wieder. Some creatures use the powers of others to capture their prey. Watching this disgusting beast, I felt as though it was feeding off my power as well. At the same time, a thought crossed my mind. That howl I heard earlier, could this creature have been the source? Aber ganz schön kräftige Stimmorgane, wenn das wirklich der Fall ist. Okay, ich nehme alles zurück. Head to the biosphere test area in your current sector. There should be some important information about this facility in that exam center. The other members are en route. Quickly, go meet them there. Yes, sir. Also schön. Ganz schön weiter Weg. Ah, was sehe ich denn da? Ein Energietank. Autsch. Okay, da brauchen wir noch. Weil ich es noch richtig in Erinnerung habe, schlüpfen aus diesen komischen Larven dann noch diese Insektenviecher, die wir vorhin gesehen haben. Und durch diesen Tunnel kriegen wir unser... Ah, das ist, glaube ich, ein Bauteil. Jupp. Sehr schön. Wieder ein Schritt auf dem Weg zum nächsten Energietank. Ach, verdammt. So. Wo ist jetzt unser großer Freund? Tot ist er. Ach. Ich glaube zwar nicht, dass hier noch ein Item rumliegt, aber man kann ja nie sicher sein. Aber zumindest mit ein wenig mehr Lebensenergie lässt sich's doch leichter leben. Geradeaus ist das so eine Tür, aber ich glaube, hier müssen wir noch nicht hin. Ach, dieser, bei diesem Part sind wir jetzt. Jetzt kommt, glaube ich, gleich dieses komische Wassersegment. Oh Mann, der hat sich aber schnell weiterentwickelt. Ah ja, genau. Müssen wir auf diesen komischen Kran weiterfahren? Und dabei sollten uns zur Möglichkeit nicht diese Pflanzen im Weg stehen. Aber erstmal müssen wir das Ding, glaube ich, hier irgendwo unten aktivieren, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Oh ja, yeah, Piranhas. Ja, ist immer so schön, wenn man ohne einen Gravity Suit durchs Wasser geht. Eigentlich ist es nicht schön. Eigentlich, ist es sogar recht langwierig. Was hält mich nicht davon ab, noch eine Missile Expansion aufzusammeln? 23, aber sind wir schon ziemlich gut bedient. Weil ich auch wiederum finde, dass man echt gar nicht so viel braucht. Denn, da man die Missiles nur in der First Person sich abfeuern kann. Okay, es gibt tatsächlich einen Glitch, in dem man Missiles auch mit in der Third Person Perspektive abfeuern kann. Das habe ich davon mal ein Video gesehen.
Aber das tut jetzt nicht zur Sache. Solche Glitches zu benutzen ist ungefähr wie Steroide nehmen, um Homerun-Rekorde zu brechen. Und das wollen wir ja nicht. Also ein Glitch zu benutzen ist wie wie Steroide nehmen, um Homerun-Rekorde zu brechen oder Safe States benutzen. Was bei diesem Spiel ja nicht funktioniert. Da wir nicht auf einem Emulator spielen. Aber ich kenne zumindest auch keinen funktionsfähigen Wii-Emulator, der dieses Spiel hundertprozentig kompatibel abspielt. Und ich will es auch gar nicht kennen, denn auf Konsole spielen ist immer noch das Beste. So, ja, ich glaube, das Item war dahinter dieser Speedbooster-Tür versteckt, aber es kann uns jetzt erstmal gestohlen bleiben. So, hier müssen wir diese Schalter da betätigen, um den Wasserspiegel zu verändern. Noch so in Erinnerung. Was habe ich jetzt? Ah ja, jetzt leuchtet er grün. Und dann funktioniert das Ganze auch. Ich weiß noch damals das erste Mal hier in dem Raum, das erste Mal ist immer was Schönes natürlich. Da habe ich ewig gesucht, um einen dieser, ach Menschenskinder, lass mich in Ruhe, um einen dieser Schalter zu finden, weil der irgendwo unter einer anderen Plattform versteckt war. Da bin ich dann echt ewig, ich glaube so 10 Minuten hin und her gelaufen und habe einen so einen Schalter gesucht. Aber der andere war, glaube ich, unter irgendeiner anderen Plattform versteckt, wie ich schon gesagt habe. Doppelt gemoppelt hält besser. Auf der anderen Seite. So. Genau, da ist er. So, erstmal wieder raus aus dem Wasser. Und jetzt können wir hier rüber und zu dem dritten Schalter, der ganz am Ende des Raumes war. Was war der denn jetzt gleich nochmal? Ah, da oben. So, und jetzt sollten sich diese Plattform immer auf und ab bewegen. Wir können hier an der Wand entlang nach oben springen, aber ich glaube hier unten irgendwo war noch ein Item abzustauben, das noch richtig in Erinnerung habe. Praktisch, wenn wir jetzt noch irgendwo hier die letzten paar Gegner finden würden. Oder das Item war erst hinter der Wand. Oder ich habe hier auf der anderen Seite noch was übersehen. Meine aber nicht. Naja, springen wir erstmal rüber. Okay, war hier doch nichts. Naja, gehen wir erstmal weiter, wie dem auch sei. Ich glaube, diesen Raum haben wir schon mal irgendwo durch ein Fenster gesehen und ich wage mich daran zu erinnern, dass hier irgendwas Großes rumlief. Oder es war ein anderer Raum, der sehr ähnlich aussah. Der richtige Turm, der uns in dieses System führt.
Schienensystem, was hier irgendwo oben lang läuft. Nachladen. Ah ja. Das sieht gut aus. Au. Langsam, langsam. Wir wollen nicht runterfallen oder in irgendwelche Käfer hinein crashen. Okay, wo geht's jetzt lang? Ah, ja, da runter. Käfer. Zwei auf einmal, das geht nun wirklich nicht. Mensch, Freunde. So, da haben wir doch unseren schönen Automaten wieder. Ich glaube, es ist nie gut, diesen Freunden hier ihrer natürlichen Umgebung zu berauben. Okay, der Kampf gegen dieses Ding kann sich jetzt ein bisschen in die Länge ziehen, da ich immer so eine konservative Taktik hier funktioniere und einfach mal mit meinen Raketen draufhalte. Und wenn es nötig ist, mich aus dem Staub machen. Ich glaube, das ist so ein Meister, von dem möchte man wirklich nicht einen auf den Deckel kriegen. Komm, jetzt dreh mal deinen komischen Hals da weg. Ja, so. Muss deine komischen Projektile da abwählen. Abwehren. Abwählen würde ich den Typen sofort, wenn er sich irgendwo aufstellen würde. So, Kollege, es ist nochmal Zeit für dich, langsam ins Gras zu beißen. Ist doch so viel hier. Oh. Na komm schon. Jetzt noch nicht mehr aushalten. Das wäre mir irgendwie neu. Ach na komm. Also, gar nicht so schwer. So, ich glaube, ich werde noch mal eben schnell zu diesem anderen Raum zurückgehen und dort noch mal schnell gucken, ob da wirklich kein Item war. Wenn ich bin mir eigentlich sicher, dass da noch eins war. Also, ich mache mal eben schnell eine kleine Unterbrechung.